Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Grüß euch und meiner Wenigkeit. Der Tibra. So. Ich habe ein bisschen was an meiner Maus herumgedreht. Ja. Schreck, oh Schreck, unser Dach ist weg. Ja, genau. Wir haben fleißig des Nächtens demoliert. Gewerkt und haben die Zeit etwas übersehen. Dadurch haben wir jetzt die Serverzeit ein bisschen rückstellen müssen. Vier Stunden. Dass wir aufnehmen und sind erst knapp vor mittags oder so draufgekommen, glaube ich. Ja, irgendwie so 4-5 Spielstunden waren es. Macht ja nichts. Dafür habt ihr euch das erspart, diese tolle Arbeit da oben, das Dach wegzunehmen. Genau, das ist dieses spannende. So, was haben wir vor? Sogar. Wir wollen looten gehen, weil der Tag 7 steht bevor. Okay, ich habe gerade kein Holz dabei, um das zu reparieren. Die schmeißen wir gerade die Beeren ein. Okay. So. Schneebeeren haben wir drin für diesen Tag. Soll ich aufbauen? Passt du auf? Ist schon aufgebaut. Okay. Ich habe noch ein bisschen was. Auch nicht mehr viel, aber ein bisschen was habe ich noch an Holz. Na, was tut das denn? So, der ist einmal repariert. So. Der ist repariert. Wo zieht's uns denn hin? Warte mal, ich habe ein paar. Wir haben gesagt. Ich habe 10 Spikes bei mir. Ich glaube, die werde ich gleich mal setzen, oder? Kannst du ja. Wenn du die hast, dann. Setze ich, wir haben gesagt, Bäume, glaube ich, ne? Mhm. Ach, da liegt ein Zombielein. Dann Loot-Tour machen wir. Hoppala. Er ist lebend, tot. Wenn er da liegt, ist er, glaube ich, tot. Naja, kann ja Griecher sein. Oh. Na? So, ich setze einmal die Nadelbäume da ein Stück rauf. Und komme dann gleich wieder. Ich kann den nicht aufmachen. Sag vielleicht mal. War er ja schon. Nein. Ich komme nicht. Ich habe was bei der Maus umgestellt. Scheiße, ich kann nichts aufmachen. Was das jetzt hast die Belegung mit was anderem überschrieben. Ich habe keine Ahnung, was ich belegt habe. Ja, okay. Ha. Jetzt habe ich's. Ich habe es gefunden. Ha. Macht nix. So, ich muss mir erst dran gewöhnen. Also bitte ein bisschen Geduld. Ja, Tibra hat ihre Maus neu belegt. Für die, die schon länger zuschauen, wissen ja, dass sie einhändig spielt. Mhm. Und damit es in den Bewegungen ein bisschen leichter für sie wird, hat sie die zusätzlichen Maustasten mit Tasten von der Tastatur verknüpft. Ah, da ist es. Ja. Ich glaube, das Kisten öffnen. Bin ja ein kleiner Mausdilettant. Noch irgendwas. Ja. Das funktioniert ganz gut, wenn ich mir merken würde. Wo was liegt. Wo was liegt, ja. Die Maus hat ja einige Tasten. Aber. So, ich habe gleich die Nadelbäume dorthin gepflanzt, wo sie hingehören. Jetzt spiegelt da ganz schön die Sonne bei mir. Das ist schmarrn. Erst jetzt kommst du mit 100 Sachen während der Aufnahme. So. Gut, dann. Ach du Kacke, ich muss mich da mal irgendwo hinsetzen, dass wir nicht gleich fressen. Und dann mache ich der Tibra mal zu. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Dachfenster geht zu und Jalousie sollte dort gleich runterkommen. So, ich komme wieder runter. Oh ja, ich bin hunted. Und setze da dabei gleich die Mischwaldbäume. Quer für deine irgendwo. Ich muss erst. Ah ja, jetzt sehe ich was. Jetzt sehe ich zumindest, wo ich bin, ne? Glaube ich halt. Ah, das ist aber gut. So.
So, wo war das so, wie viel haben wir noch? Einen haben wir noch. Sehr schön. So. Gut, dann ab zu Tibra. Ich glaube, da unten krabbelt's. Ja, genau. Und da holt's. Ich holze. Alles klar. Super, ich bin gejagt. Ah ja, da ist er, der Businessman. Ja gut, laufen wir mal. Ah ja, das Zeltlager haben wir gesagt, machen wir, gell? Da drüben. Wo ist es? Na, diese Anhöhe da. Da im Steilhang. Okay. Siehst du das nicht? Ja, ich komme schon zu dir. Ich bringe ein Zombielein mit, wenn du auf was schießen willst. Kein Bedarf, danke. Was, Na, so ein Stein ist ja irrsinnig groß, dass man da dran. So, schlage ich dich nicht, weil du stehst irgendwie am Stein. Oder mittendrin. Nein, ich spüre nichts. Warum stehst du auf dem Stein? Weiß ich nicht. War das nur bei mir so angezeigt? Oder? Ja, also ich bin schon drauf gestanden, aber. Okay. Ich habe irgendwie nichts abbekommen. Spannend. So, dann wären wir ein Lagerfeuer fertigen, weil mich quält nur immer der Quest-Log. Ah ja, Craft the Campfire, ich hab's genauso. Das ist aber nicht nett. Weil ich schon zweimal ans Board hab. Ja, das dürfte irgendein Pack sein. So, Ressourcensteinchen. So, abgeschlossen. Reise zur Siedlung, find a trader. Okay, am Baum hinter dir, okay. Da sind ja jede Menge Metallsteine da. Mhm. Zu wissen. Ressourcensteinchen. Ich verfolge dich. Also, ich finde es gigantisch. Wir drehen 7 Days auf. Und unser Dego-Mädel beginnt im Laufrad. Ne? Mhm. Genau. Die kennt das an unsere Stimmen, das Zombie Dein. Dass wir leicht angespannt sind. Naja, Deko ist ja unter Umständen auch Zombie-Futter. Oh, ja. Geier, Geier im Haus. Ja, apropos Geier, der ist da, gell? In dem Bereich unterwegs. Also aufpassen beim Zeltlager, von oben kommt einer auf dich zu. Also kein Geier, sondern ein Zombie. Ups. Ah, oh, jetzt habe ich das Mikrofon schlagen. So. Explosion im Ohr. Sorry. Oh, ein Hirsch. Und ein Zombie. So, beim Weg da zum Zeltlager nehmen wir gleich die Kakteen mit, die wir so sehen. Mhm. So, wo ist er? Da ist er. Ups. Ist die Axt im A? Ja, das macht nichts, ich bin ja welcher. Du hast mir eine gemacht. Mhm. Ja, wir haben noch unsere Skills vergeben. Das werden wir sich vielleicht einmal in einer Nachtfolge anschauen, was wir bis jetzt geskillt haben. Ach du Kacke! Ich laufe über Kakteen, wo bist du? Das müsste der Maus muss ich noch üben. Ah, du bist da oben. Okay. Mhm. So, ja, jetzt habe ich auch eine. Hm, was tue ich? So, ja, da zu dir rauf. Ja, wenn du uns davonlaufst, bergab geht schneller. Ist so meine Strategie. Wollte ich nur mal. Ja, stimmt schon. So, ich komme mal zu dir und bringe ein paar Zombies mit. Okay.
Ja. Aber richtig schnell sind die ja nicht bergauf, oder? Die sind die werden auch langsamer. Die sind nur komisch. Ja, das ist das Problem auf dem Steilhang mit einer kämpfen ist sowieso, das kannst du vergessen. Weil die rennen so im Zickzack da. Okay, am besten wir arbeiten sie da zu dem Plateau hin. Und alles, was mitkommt. Wo bist du? Ja, rechts von dir. Wenn du nur nach unten schaust. So, ich arbeite jetzt von oben da zu dem Zeltlager runter. Mhm. Bin gerade bei dem Baum da. Ja, ich sehe dich. Von dort. Ach Gott. Nee. Achtung, da ist ein Griecher. Mhm. Hast du ihn? Gerade dabei. Jo, das war's. Jetzt kugelt der da nach unten. Natürlich. Ja, cool. Sehr schön. Du nimmst den Kaktus mit? Ja. Gut, dann werde ich mich um den Baum kümmern. Ui, der schaut gefährlich aus da. Ach. Diese dämlichen. Entschuldigung. Kakteen? Ja. Angesprungen? Ja, der ist mir in den Weg gesprungen. Hm. Oh, oh. Ich glaube, bei mir wird es heller. Ja, das ich bin hunted. Bin er versteckt. So schießt er vor, da sind die Bäume wieder was tun. Ja, in der Alpha, wo das drinnen war, bin ich mehr an die Bäume gestorben als wie an die Zombies. Die wären oder? Handgreiflich, ja. So. Ein Kaktus. Wo ist es? Da drüben ist es. Ja, wir brauchen 250er Stack. Ich bin schon wieder hunted. Yucca Fruit. Und ich weiß nicht, okay, wo. Warum bin ich gespürt? Ich habe ja gar nichts drin. Was. Wo bin ich hunted? Keine Ahnung. Ich bin nur gespürt. Ah, da oben. Ah, ja. Sollen wir machen? Ja. Achso, ich bin schon zweit. Wow. Alter, ich bewege mich nicht gerade schnell. Boah, dieser Scheißpark noch immer. Wenn du den Bogen aufziehst. Ich weiß nicht, warum man das seit. Ah, du kämpfst da unten mit ihm. Ich mir doch die Locken da rauf. Okay. Komm schon. Hast du ihm die Füße abgeschlagen? Das muss ein. Du Raudi. Unbedingt. Das muss ein Kaktus gewesen sein. Oh, könnt das denn mal entscheiden? Das war klassisch daneben. Warum kann ich mit der Maus nicht mehr? Ich hab bei dir nichts umgeschüttelt. Nein, das ist schon klar. Oh, triff den einmal. So. Bleib da. Jetzt fangt er sich im Kaktus. Okay. Mutterst du ihn? Ja. Dann mach ich da einen Kaktus. Ja, wir brauchen 250er Stack Yucca Fruit. Zusätzlich zu dem, was wir schon haben, weil wir eben am Tag 7 und nichts dann machen kann. Am Tag 8 wenig Zeit haben für Nahrungssuche. Mhm. Und gleichzeitig Material für die Spikes. Und natürlich brauchen wir jede Menge an Holz. Die werde ich jetzt gleich im Hintergrund wieder laufen lassen. Jupp. Okay, ich bin eh undetected. Kurz aufpassen auf mich. Spikes. Okay. 4, wow.
Gut, das Lager ist vor uns, das schau her. Aufpassen, das schaut da aus. Nein, das ist kein Militärlager. Kein Militärlager? Nicht, dass wir auf die nächste Mine schauen. Okay. Hüpfen. Und das war's. Mhm. So, den goldenen Rotter nehmen wir mit, den Baum werden wir auch noch fällen. Mhm. Schauen wir mal, bin ich eh versteckt, ja. Ich bin noch immer etwas. Ich habe einen Schiss vom Geier, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Da ist Mais. Cool. Achtung, Baum fällt. Okay. Wow, schreck mich. Ja, sorry ja. Kündigt's noch an. Da ist Mais. Mais. Ach Gott, ich bin schon wieder hunted. Warte mal, was ist das da unten? Das sind aber Sandsäcke, gell? Ja. Ja. Also könnte gut möglich sein. Vor dir ein Zombie. Ein Stück nach oben, weil da haben wir ein halbwegs gerades Plateau. Und dann kommen wir her da. So, und drauf mit der Keule. Ja, Keule habe ich einen Level reingenommen beim Skill. Hoffe, das bringt was. Schon merkbar. Also bringen tut sicher was, aber dass man es halt auch merkt. Kaktus. Mhm. Gräser brauchen wir nicht mehr so viele. Die Tibra hat es in der Nacht angeschaut wegen die Cobblestone Frames. Ja, die werden jetzt zuerst Blackstones gemacht. Blackstone-Blöcke. Genau, also es gibt den Cobblestone Frame nicht mehr, den Wood Frame, den wir vorher bauen haben müssen. Und das war ja mit Gräser und Holz. Mhm. Hey, da sieht man zu unserer Hütte rüber. Gut, dann würde ich sagen, ja, ich werde mich da mal nach unten. Okay. Und falls ich auf die nächste Mine draufsteige, könntest du mein Zeug mitnehmen, bitte. Okay. Ich werde nur so, schnell schauen. Ah, oh, ich habe da eh noch eine Axt. Den Mais nehmen wir auch mit. Ich nehme das Steinchen nur mit. Nimm nur. Ich hoffe mal, man sieht die Dinger genauso schön wie früher. Dass sie an dem nichts verändert haben. So. Und dass man da jetzt einen Skill braucht. Aber ich folge dir eh gleich. Boom. Tibra loyal, wie sie ist, folgt genau. Sie mir sofort in den Tod. Wie bei den alten Wikinger. Genau. Ganz selbstlos. Ist da Clay? Kann ich mir gleich ein bisschen Clay schaufeln? Ja. Wir brauchen Clay. Noch sehe ich nichts. Boom! Grunzt das bei dir? Das kann schon sein, aber ich sehe noch keinen und bin nicht detected. Ich bin undetected, ja. Ich bin da. Ich fürchte ehrlich gesagt, dass da wo Schläfer herum. Nein, ja, da ist schon einer. Im Zelt. Kacke. Oh, schreck mich. Ich höre deinen Ton mit. Das hört man. So, wenn. Hoffentlich ist er blöd genug. Nein, der sucht seinen Weg. Das schau her. Ist die Wegfindung intelligenter geworden? Ich kann es ja kaum glauben. Der hat jetzt richtig bemerkt. Achtung, er kommt hinter dir. Militär und eine nette Dame habe ich auch mit im Gepäck.
Na gut, dass die Tibra davonläuft. Ja, ich habe nur gedacht. So viel zur Unterstützung. Nein, passt. Ich hole ihn darauf. Da ist ein bisschen. Ah ja, die nette Dame sehe ich schon. Alter, der ist mir unheimlich, der Armee-Zombie, der ist mörderschnell. Ach, du bist da oben schon. Soll ich mich um die nette Dame kümmern? Ja, kannst machen. Gott, die ist jetzt eher auf Abstand gegangen. Der kippt so gut wie nicht durch seine Schutzkleidung. Ich sollte unterhalb von dem weggehen, weil der kullert ja runter, gell? Oh, super dran vorbeigeschossen. Geh bitte. Mal wieder mitten durch den Körper durch. Ich bin immer mit diesen. Nochmal. Und ich hab schon wieder den Bug. Gut, die Dame haut ab. So, wo bist du? Ach, leck mich doch. Komm her, da kriegst du das mit der Keule. Ah, Achtung! Hui, Tributri. Der ist schnell. Der hat, glaube ich, schon 10 Pfeile gefressen. Achtung, nicht zu nah ran, der ist verdammt schnell. Wow. Bei mir ist der springt halt richtig, sobald er in deiner Nähe ist. Okay. Jetzt liegt er. Oh, und grauslich aus schon. Alter, stirb! Bitte. Nö. Nee. Hat er nichts gehabt. Das kann aber jetzt nicht wahr sein. Nope. So, ich zerleg das. Ein schönes Scharfschützengewehr wäre was gewesen, ne? Ja, wie wir bei anderen gesehen haben, geht das. Macht man so einen Armee-Zombie und kriegt ein fix fertiges Gewehr. Was kriegen wir? Nicht einmal einen Stofffetzen. Gut, aufs Neue darunter. Zack, weg ist er. Jawohl. Die Dame, die ist abgehaut. Gehauen, also. Geflüchtet? Geflüchtet, ja. Okay. Was hast du gesagt zu dir? Gern weggeschossen. Ich bräuchte wieder, war das jetzt zu mir oder zu der Dame? Nein, zu der Dame. Steinaxt, bitte. Okay, wo gebe ich dir die? Die kullert sicher davon. Unten. Okay. Gehen wir mal runter, der Kaktus ist nicht so wichtig. Ich mach gleich zwei, weil ich brauche auch wieder. Aufpassen, dass du nicht den kleinen Kaktus da mitnimmst. Ach, super. Dann loot ich einmal da herunten. Und hoffe mal, dass nicht wo ein Schläfer ist. Ah, doch, der nächste Armee-Zombie. Okay, wenn du den in meine Richtung lockst, ich stehe nämlich da am Hang herum, könnte ich auf den hinschießen. Er liegt. Okay, gut. Soll ich bringen? Ah ja, er bringt ihn. Okay, hau ab. Ach, ist der. Da und wieder hängt der Bogen. Jetzt ist er auf mich. Ja, er ist auf mich. Uff. Robin. Sehr gut. So, schauen wir mal. Und leer. Ach ja, die Zombies sind nicht mehr das, was sie mal waren. Wäre cool, wenn wir zumindest so Militärkleidung von ihm kriegen, weil du kriegst super Stoff raus. Mhm. So, da drinnen ist eine Box, da könntest du mal die Steinaxt bitte reinschmeißen. Ja, na, ich kann sie ja da in den Haufen auch reinlegen. Ich brauche jetzt schon langsam. Na. Wo ist die Box? Da drin. Ah ja. Ich gehe noch nicht rein, weil ich habe nicht geschaut, ob noch einer drin ist. Oh ja, okay.
Aber ich kann einmal im Großen schauen. Schau mal nach. Hey, da sind zwei leere Gläser, ein Erdapfel und ein Stew. Große ist leer.